Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt's mal den zweiten Part unseres ultimativ krassen PvP-Tutorials und diesmal ist heute Kombos dran und wie man Kombos am besten startet. Und ja, fangen wir auch direkt an. So, lasst 10.000 Likes da und so, you know. Let's go! Ich denke mal, dass Sprint Reset in der heutigen Zeit eigentlich sehr bekannt sein sollte. Aber für die Leute, die es noch nicht wissen, erkläre ich es einfach mal nochmal. Sprint Reset ist im Grunde genommen, ich sprinte gerade, wie ihr gerade seht, und auf einmal bleibe ich stehen und gehe weiter. Nur halt in kleineren Abständen, dass ich halt so ganz kurz W loslasse oder kurz S drücke. Oder halt einfach sneake oder blockete. Damit bleibe ich natürlich auch stehen. Und das sind alles Sprint Resets. Und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich so, und was bringen Sprint Resets genau? Wahrscheinlich wissen auch viele von euch, wie man Sprint Resets auch ausführt, beziehungsweise was sie auch bewirken. Aber wahrscheinlich hat sich noch nie jemand so hinterfragt, was oder warum funktioniert Sprint Reset und was genau passiert denn da, wenn ich einfach mal, wenn ich meinen Gegner schlage und auf einmal stehen bleibe, warum kann ich ihn dann auf einmal kombon? Und das, meine Leute, wird ganz einfach erklärt. Okay, Leute, wir befinden uns auf einem streng geheimen Testserver, der sehr funktionell ist und der Josef stellt sich einfach mal auf diesen Block hier. Und das Einzige, was ich euch jetzt zeigen will, ist, was Sprint Reset bewirkt und wie es genau funktioniert. Und zwar werde ich jetzt hier Josef einfach geradeaus zu laufen. Und ihr merkt, er ist hier gelandet. Jetzt, wenn er wieder hier kommt. Put, put, put. Put, 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 put. Komm wieder hier hin. Komm wieder hier hin. Komm hier. Komm hier. Auf dieser Block. Ihr habt gesehen, er ist gerade bis zu 6 Blöcken gefallen. Und jetzt werde ich mit Sprint Reset, wenn ich ihn wegnocke, werde ich W loslassen und wieder W drücken. Er wird weiter wegfliegen. Ihr habt gesehen, er ist viel weiter weggeflogen. Er ist jetzt noch ein bisschen nach vorne gelaufen, aber ihr habt schon mal das Prinzip gesehen. Und das ist jetzt nicht einfach nur random, dass es jetzt einfach so war, sondern Sprint Reset funktioniert so. In Minecraft ist eine bestimmte Knockback-Angabe vorgegeben, die ihr beim Sprinten habt. Zum Beispiel den First Hit fliegt er 4 Blöcke und beim zweiten Hit nur noch 2. Und mit Sprint Reset bewegt ihr da das, dass ihr nicht mehr diese 2 Blöcke nach dem zweiten Hit habt, sondern ihr werdet ihn direkt wieder mit dem First Hit konfrontieren. Das heißt, wenn ihr ein Sprint Reset macht, resettet sich auch quasi sozusagen der Knockback für ihn. Und somit könnt ihr ihn weiter wegknocken, dauerhaft, wenn ihr das einfach nur nach jedem Knock einmal macht. Und deswegen kann man Leute kombon, weil sie immer weiter wegfliegen und sozusagen euch nicht mehr erreichen können. Und das ist Sprint Reset. Und wir werden es jetzt einfach mal in der Praxis ausprobieren, indem wir jetzt einfach fighten. Ich versuche es einfach mal gegen ihn zu benutzen. Ihr merkt, ich drücke W und er fliegt weiter weg. Ich drücke W, er fliegt weiter weg. Ihr müsst immer W drücken, wenn er wegfliegt einmal. Wenn ihr ihn gehittet habt, drückt ihr einmal W. Das könnt ihr natürlich auch mit S machen, mit Blockhit. Ich mach's mit Blockhit. Aber ich muss sagen, für so einen Standard-Sprint-Reset reicht W vollkommen aus. Aber Blockhit hat noch so seine anderen Vorteile, die ich auch in einem Video nochmal, also nicht in diesem Video, aber in einem anderen Video nochmal erläutern werde. Ihr könnt natürlich auch mehrere Sprint Resets auf einmal machen. Ihr könnt auch W und Blockhit machen. Ihr könnt auch nur S machen, zum Beispiel. Zack. Zack. Zack, haha. Aber mit S könnt ihr auch einfach so für eine Weile stehen bleiben, wenn er weggenockt wird. Sieht immer cool aus in Videos. Aber müsst ihr nicht immer machen. Und, ja. Was ihr jetzt also macht, wenn ihr den Gegner wegnockt, lasst ihr einmal W los. Und, ja. Das fällt dann einfach weg. Junge, das Pferd kann einfach strafen. Auf jeden Fall immer, wenn ihr den Gegner wegnockt, einmal W loslassen. Habt ihr gesehen, ich konnte ihm noch einen Double-Hit geben. So ungefähr sieht's aus. Und ja, also immer, wenn der Gegner weggenockt wird, lasst ihr einmal den Button los, beziehungsweise drückt S oder Block-Hittet oder... Nach Sneaken würde ich nicht empfehlen, aber Block-Hit, S und W sind auf jeden Fall die Dinger, die ihr euch behalten solltet. So, und ihr hatten letzte Woche ja ein Strafe-Tutorial und das kann man beides jetzt einfach easy kombinieren. Und zwar, Jungs, in der Praxis sieht das dann ungefähr so aus. Hi Leute, wir sind in der Praxis und ich werde einfach mal versuchen, euch zu demonstrieren. Achtet auf meine Keybinds und let's go. Und zwar, mit dem Strafen habe ich euch letzte Woche gezeigt, ihr müsst versuchen, den Gegner out-aim zu lassen, um ihn halt wenigstens den First Hit zu geben und damit so die Combo starten zu lassen.
Ich weiß, es gibt viele Leute, die versuchen euch genau dasselbe zu geben, dass die halt euch versuchen auto-aimen, aber es wird immer einer failen und es wird immer einer den First Hit bekommen. Oh, get this man. Und ja, ihr versucht immer zu strafen und wenn ihr den Gegner hittet und er weggenockt wird, lasst ihr einmal den Button los oder drückt einfach S. Vielleicht jetzt so. Ihr könnt auch gerade auslaufen, um diese Kombos zu machen, aber mit strafen ist viel essentieller. Essentiell ist das richtige Wort. LOL! Versucht immer zu strafen, damit ihr auf jeden Fall sicher gehen könnt, dass er euch nicht unaimt und ihr somit die Combo starten könnt. Ihr seht immer, wenn ich ihn hitte und einen Backknocke, lasse ich einmal W los oder drücke ich Block Hit oder S, you know. Und ihr könnt diese Combos aber auch geradeaus machen, aber es ist auf jeden Fall stärker, wenn ihr damit straft. Aber geradeaus ist auf jeden Fall auch gut für den Anfang und ist auch sehr stark. Und ja, Jungs, ungefähr so sieht's aus. Aber ihr dürft nicht vergessen, macht das am besten immer. Weil Sprint Reset ist nicht nur gut, um zu kommen, sondern auch um den Knockback etwas zu reducen. Deswegen ist es nicht schlecht, wenn ihr das dauerhaft ausführt, während ihr straft. Aber wie gesagt, strafen ist auch sehr wichtig und ist sozusagen der Anfang eurer Combo. Zusammengefasst heißt das, wenn ihr schön straft und den First Hit bekommt, direkt den Sprint Reset durchzuführen, weil ihr dadurch halt das ist sozusagen das Opening. Wenn der Gegner den ersten Hit nicht trifft, ist das sozusagen schon euer Sieg, zumindest für die erste Runde sozusagen, zu den ersten Zusammenclash. Und ihr könnt direkt die Combo starten mit Sprint Reset, bis er halt wieder rauskommt. Und das Prinzip ist halt so, ihr straft immer dann, wenn ihr wieder auseinandergegangen seid und ihr wieder auf euch zuläuft. Weil da ist das Strafen sowieso am meisten wichtig. Aber ihr könnt natürlich auch mitten im Combo strafen, was es ihm sowieso total erschwert, euch zu hitten. Aber ihr könnt auch natürlich geradeaus kommen. Aber das ist für das Erste nicht nötig, wenn ihr noch Schwierigkeiten habt, das durchzuführen an sich mit dem Sprint Reset. Versucht erstmal normal drauf zu strafen und wenn ihr dann in der Combo habt, beziehungsweise wenn ihr den First Hit bekommen habt und ihr merkt, er hat euch nicht getroffen, könnt ihr direkt die Sprint Resets durchführen, immer wenn ihr ihn schlagt. Lasst ihr einmal W los, S drücken oder Block hitten und ihr gebt ihm mehr Knockback. Okay Leute, jetzt das Allerwichtigste, womit ihr am besten kommen könnt in ganz Minecraft, ist, wenn ihr dieses Cape hier habt. Und das Cape ist in der Beschreibung, das ist das Badline Client Cape, also für den Badline Client. Wer nicht weiß, was es ist, ist einfach ein Anti-Cheat Client mit sehr vielen Mods, die euch alles sozusagen anbietet. Und ja, das Cape könnt ihr dann online kaufen mit dem Code Sasuke. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr essentiell, wenn ihr Leute kommen wollt, weil dadurch erhöht es die Chance, dass ihr den Combo um 500% ungefähr. Also ich habe es ausgerechnet, letztens war es irgendwie 501,7%, aber das weicht immer so ein bisschen ab. Aber ungefähr so sollte es sein. Auf jeden Fall, Jungs, wenn es euch gefallen hat, lasst tschüss!